So sieht das Ganze aus. Da oben sind wir. Hier fahren wir nach Prisna, dann fahren wir mit der Fähre rüber auf diese Insel hier. So, kleine Planänderung. Weil es so dermaßen windig ist, fährt die Fähre heute nicht. Wir haben das Glück früh genug erfahren, bevor wir da irgendwie 3 Kilometer komplett bergab gefahren sind bis zum Wasser. Es sind 2 Typen lang gefahren, die haben uns das gesagt. Das war gut, weil dann hätten wir sonst danach wieder 3 Kilometer richtig krass bergauf fahren müssen. Gegen den Wind. Komplett gegen den Wind. Es ist so krass heute. Es ist so dermaßen windig. Es ist richtig krasses Fahrradfahren. Haben gerade oben so einen Italiener getroffen, der voll zweifellos saß an einem Berg, hat sein Hütchen gehalten und meinte, kommt nicht weiter, weil er total andere Richtung fuhr. Wir hatten ein bisschen Glück, dass es nicht die ganze Zeit gegen den Wind bei uns war, sondern der Wind hat uns nach links, nach rechts geschubst. Aber Berge hat er uns halt nach oben gebracht. Und bei ihm war das leider total das Gegenteil. Ja. Aber trotzdem, auch wenn der Wind von hinten und von der Seite kommt, ist es dermaßen anstrengend, weil der Wind so stark ist. Man muss die ganze Zeit total konzentriert sein und die ganze Zeit gegenlenken und auf den Wind achten. Auf die Bäume, wie die sich bewegen vor einem und so weiter, weil das total bühig ist und die von allen Seiten kommen. Echt abgefahren. Also jetzt gucken wir erstmal, wo wir jetzt irgendwie hinfahren, welches Dorf als nächstes kommt und machen noch eine kurze Pause. So, guten Abend. Wir sind aus Zadar rausgefahren und haben hier einen schönen Zeltplatz gefunden, ungefähr 20 Meter von der Straße oder so, in einem kleinen Waldstück hier, was auch immer. Und Essen haben wir schon gekocht, das gibt's gerade. Und zwar, ich hoffe, man erkennt es so ein bisschen, Reis mit unserem selbst aufgesetzten Sauerkraut. Das ist jetzt, ich glaube, 2 Tage? Ja. 2 Tage her, dass wir ihn aufgesetzt haben und er ist fertig. Und es hat wunderbar funktioniert. Super lecker und mega gesund. Und ja, funktioniert auch auf dem Fahrrad. Wir sehen hier am Straßenrand überall die Autos stehen und die Leute, wie sie hier Oliven pflücken. Jetzt sind wir hier auch gerade an einem Baum und hier sind richtig viele dran. Olga ist jetzt schon fleißig am Pflücken. Und die schmecken, intensiv, sehr anders. Anders auf jeden Fall, ja. Also ein bisschen herber und so weiter. Aber wir werden jetzt mal ein paar pflücken. Also hier hängen richtig viele, zieht euch das rein. Dann googeln wir, wie man sie am besten einlegt. Genau, dann gucken wir, ob wir irgendwie hier Oliven eingelegt bekommen. Thank you.
Wir sind jetzt ungefähr 10 Kilometer vor Dubrovnik, vor Split. Und wir sind bei unserem Warm Showers Host. Und zwar ist das irgendwie so ein verlassenes Haus oder ein Haus, was nicht so richtig in Gebrauch ist. Oder Sommerhaus, ähnlich. Oder Sommerhaus, irgendwie sowas halt. Irgendwie auf jeden Fall haben die uns geschrieben, ihr könnt gerne bei uns bleiben. Der Schlüssel ist im Briefkasten. Fahrt einfach hin und holt euch den Schlüssel da aus dem Briefkasten und fühlt euch wie zu Hause. Richtig cool. Also hier ist auch Strom und so weiter. Das müssen wir nachher alles ausschalten wieder. Hier auch irgendwie diverse Pläne und Internet irgendwie was, keine Ahnung. Also alles am Start hier. Richtig, richtig cool. Und hier werden wir jetzt eine Nacht bleiben. So, guten Morgen, gerade gefrühstückt und jetzt sind wir noch dabei, unseren Kaffee zu trinken und dann packen wir gleich unsere Sachen zusammen. Hier haben wir geschlafen, auf dem Boden, haben uns ordentlich ausgebreitet und ja, jetzt trinken wir noch Kaffee, ich schreibe noch Tagebuch und dann packen wir unseren Kram zusammen und dann geht es nach Split. Jetzt unsere vorerst letzte Nacht in Kroatien. Morgen geht's nach Bosnien-Herzegowina. Da machen wir einen kleinen Schlenker. Wir haben jetzt 11 Tage. Heute ist der 31. Oktober. Und am 11. November treffen wir in Dubrovnik, also wieder Kroatien, meine Eltern. Und da machen wir gemeinsam eine Woche Urlaub und sehen uns gegenseitig mal wieder. Aber jetzt ist erstmal die letzte Nacht in Kroatien und danach ist Bosnien und Herzegowina angesagt. Ja, Kroatien war nett, oder? Ja, war nett. War am Anfang ein bisschen regnerisch, aber dann wurde und vor allen Dingen windig. Der Wind war echt krass, genau, an der Küstenstraße. Boah, es war unglaublich abgefahren. Aber dann ja, ist es so wie jetzt, blauer Himmel, Sonnenschein, so um die 10, 15 Grad oder so. So mittags 20, 20 jetzt sogar. Irgendwie 15, abends kühlt es schnell ab. Ja, also mit Jacke muss man noch irgendwie rumlaufen, mittags wird es ein bisschen warm, aber ja, also so ein richtig schöner, milder Herbst eigentlich, jetzt bis zum Schluss. Hoffen wir mal, dass das Wetter so noch ein bisschen bleibt und ja. War schön hier. Genau. Und für die kältere Tage haben wir uns super schöne Schuhe gekauft. Genau, wir haben uns heute noch Schuhe gekauft. Die können wir euch noch einmal kurz zeigen. War in mehreren Schuhgeschäften und so weiter, aber es war irgendwie alles teuer und alles nicht so gut. Und irgendwie im Supermarkt haben wir dann so Winterstiefel entdeckt für 70 Kuna. Das sind so irgendwie 70 Kuna, das sind ziemlich genau. Naja, es sind knapp 10 Euro. Und genau, hier ist Olgas Modell. Ey, ich finde das nicht schlecht.